Hallo, herzlich willkommen. Hier ist ein wundervolles Paket. So irgendwie. Wir haben uns aufgrund der Situation, was wir eigentlich gar nicht wollten, doch zu einer Sache entschieden, die wir eigentlich gar nicht wollten. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Zumindest ist es witzig. Man kann sich zwischendurch mal ein bisschen beschäftigen. Und deswegen wollten wir mal so ein kleines Unboxing machen. Und ich glaube, damit beginnen wir einfach mal jetzt. Ja. So. Natürlich ist das hier nicht nur das eine, was hier drin sein sollte, sondern wir haben erstmal Getränke. Malzbier ist immer wichtig. Sonst kommt man hier auf schlechte Gedanken. Und natürlich auch ein anderes zum Feierabend. Und weil wir zu zweit sind, natürlich auch zwei davon. Und haben wir hier so eine wundervolle Tüte. Hier übrigens so für die Ruhrpottler. Danke Jutta, das ist sehr lieb von dir für diese Tüte. Das ist echt, echt nett. Wir haben heute des Weiteren noch etwas in die Sicherheit investiert. Wir haben einen CO2-Detektor gekauft, beziehungsweise Kohlenmonoxidmelder. Warum haben wir das getan? Das haben wir getan, weil ich ein Angsthase bin und nachdem Florian mir meinen Bauch explodiert lassen hat, aufgrund der Situation, dass wir eine Fehlzündung mit der wundervollen Truma-Heizung hatten, die wir noch nicht in Betrieb nehmen können, weil immer noch die Dichtung fehlt, die aber hoffentlich morgen kommt, habe ich das gekauft heute, weil ich mir einfach auf Nummer sicher mit Kind und so ein bisschen besser, ne? Weil ich vertraue ja meiner eigenen Arbeit nicht. Klebeband für den Kühlschrank, das zeigen wir euch nachher, weil da fällt nämlich mal das Bier unten raus, das ist auch blöd. Fixo-Moll, eine kleine Dichtung unten für die Tür. Das fand ich ganz gut. Der Florian hat gesagt, das muss da noch ran. Und das Allerwichtigste, wenn man mit diesem Koloss hier fährt, dann haben wir das Problem, dass irgendwie beim Auseinanderbauen die Schnapper- und Magnethalter weggekommen sind. Zumindest manche. Und weil gerade auch der Florian immer, wenn er denn mal fahren darf, so kacke fährt, dass alle Schränke und Türen aufgehen, haben wir uns gedacht, wir nehmen diese Magnetschnapper mit Haftstärke 4 Kilo. Das haben wir gleich doppelt gemacht. Ich kann das ja eigentlich auch alles in der Tüte lassen. Ist ja nicht so schlimm. Das Wichtigste ist aber hier. Und hier, ja, das Kind wird es freuen. Nicht wegen dem Müll oder sonst irgendwelchen Sachen. Weil wir natürlich ein wenig Stil haben, haben wir das auch gleich in Weiß gekriegt. Ah, ja, wie Weihnachten. Tada! Ja, es kann ja auch mal regnen. Und gerade aus diesem Grund dachten wir uns, so ein kleiner Fernseher ist mal ganz gut für so einen chilligen Netflix-Tag. Übrigens hier auch T4 Oscar, wieder viel Kommunikation mit ihm. Und er sagt, man braucht das. Also sage ich, wir brauchen das auch. Somit, den bauen wir gleich ein. Ihr seid dabei, wir gucken uns das an. Aber vorher gibt es noch mal einen kleinen Porn vom Fernseher wahrscheinlich. Also, bis gleich. Natürlich passen diese Schrauben jetzt universell, die dabei liegen, nicht hier rein. Deswegen haben wir mal kurzerhand hier so ein kleines Set, das wir hier Gott sei Dank noch liegen hatten. Und wir versuchen das jetzt mal mit dieser Alternative. Die sind natürlich vom Kopfwerk gleich auch ein bisschen größer und das passt sogar. Also, wir schrauben das eben komplett wieder um. Und dann versuchen wir den gleich mal aufzuhängen. Was
gut ist, dass die Schraubensammlung ja nicht weniger wird, weil man packt ja andere wieder rein. Dementsprechend. Das ist ja auch meine Schraubensammlung. Wenn die jetzt hier wem anders gehören würde, wäre das ja auch cool. Dann würde der gar nicht merken, dass da welche fehlen. Muss man gleich immer daran denken. Wir müssen übrigens, glaube ich, die Musik ausmachen wegen der GEMA. Sonst gibt es noch Ärger nachher. Dann solltest du dein Handy stoppen. Ja, ich gebe mir Mühe. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Was wir uns hier überlegt haben, ist dazu dann diese Halterung. Ist klar, kennt man ja von normalen Fernsehern. Das ist ja hier Ausziehen, drehbar, also Ausziehen leider nicht, das wollte ich eigentlich, hat leider nicht funktioniert irgendwie, habe ich wohl falsch gelesen oder es wurde falsch inseriert, egal, wir bauen das jetzt mal an und dann gucken wir uns gleich mal drüben an, wie das aussieht, wenn das Ganze hängt und dann machen wir auch einen Probelauf. Bis gleich. Ja, und weil ich also auf Nummer sicher gehen will, haben wir dieses Gerät, ich habe es ja vorhin schon gesagt im Einspann, und den packen wir jetzt mal aus. Das sehen wir an. Das ist das gute Stück dementsprechend und das baue ich jetzt gleich mal in die Nähe der Heizung. Genau. Batterien sollen da drin sein. Man kann das, glaube ich, auch irgendwie abmachen. Schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Ich baue das hinten an die Heizung an und dann sollte das funktionieren. Schauen wir mal. Das wird schon werden. Okay, also ich habe mich dazu entschieden, dieses Gerät hier unten hinzubauen. Nahe des Abgasstromes von der Heizung, das ist dieser hier, weil, wie mir ein schlauer Mensch sagte, Abgas immer nach oben zieht und weil es nach oben zieht, dauert es länger, bis es dann piepen würde. Und da es ja relativ zeitnah piepen soll, werden wir das gute Stück jetzt an dieser Stelle so montieren. Oh,
So, zum Abschluss noch mal ein bisschen was zu diesem Fernseher. Ich wollte, dass wenn man quasi von hinten so schaut, den Fernseher eigentlich nicht sieht. Das heißt, wir können den so komplett in die Ecke machen. Jetzt habt ihr gesehen, wir haben so kleine Metallhalter gebaut oder etwas längere Metallhalter. Das lag einfach daran, dass der Fernseherhalter, den ich besorgt hatte, nicht funktioniert hat. Also der hätte auch funktioniert, aber dann wäre es nicht so geworden, wie ich das haben wollte. Ich wollte nämlich, dass genau zwischen diesem und diesem Abstand des Brettes der Fernseher dann hinterher um 90 Grad genau nach hinten steht. So, dass man, wenn man hinten sitzt, aus fast allen Richtungen auch drauf schauen kann. Gleichzeitig aber, wenn die Kinder hinten einmal schauen wollen, dann kann man den auch so hinsetzen, dass die Kinder hier oben locker liegen können und auch in Ruhe schauen können, sowie die Möglichkeit, das ganze Ding nach hinten zu versetzen, dass man nicht das Problem hat, wenn hier irgendwas liegt oder so, dass das durch die Gegend fliegt. Dazu haben wir den Fernseher hier mit dieser Halterung befestigt. Die Schrauben müssen noch gekürzt werden natürlich. Dann seht ihr die schwarz lackierte Verlängerung. Das ist diese hier, die ihr auch eben im Video gesehen habt. Die haben wir angefertigt. Das ist die originale. Hier ist original eine Winkelverstellung dran, die wir so aber auch nicht benötigen, weil der Fernseher, wenn man ihn dann dreht, genau unten aufliegt. Ja, und natürlich als besonderes Highlight wackelt er auch nicht, weil er halt auch da immer noch ein bisschen aufliegt. Ja, so viel zum Fernseher. Ich kann jetzt leider den Fernseher nicht anmachen. Warum nicht? Eine gute Frage. Geht gerade nicht, weil sich die Batterie entladen hat, weil wir hatten doch einen Stromabnehmer. Wir wissen auch inzwischen welchen. Es war dieses intelligente Teil, was halt aufpasst, dass die Batterie nicht zu tief lädt. Es ist die ganze Zeit an, da kommt jetzt nochmal ein Schalter dazwischen. Deswegen ist hier gerade ein bisschen Chaos. Ihr seht, hier unten ist eigentlich die Hauptbatterieversorgung. Die Batterie lädt gerade. Ja, nebenbei haben wir hier noch so ein bisschen Kleinstreparaturarbeiten gemacht. Wir hatten ein bisschen Kühlwasserverlust. Das Thema Fernsehen ist hiermit dann beendet. Es ist ja vollendet, soweit zumindest für uns. Ja, wie am Anfang des Videos gesagt, war das eigentlich nicht geplant, aber irgendwie ist es ja auch witzig. Natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie selbst gedrehte Urlaubsvideos anzugucken etc. Egal, auf jeden Fall ist das jetzt fertig. Wir sind zufrieden mit dieser Umsetzung, wie sie ist. Die Kinder freut es natürlich tierisch oder das Kind. Und ja, somit bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare da lasst. Vielleicht auch Dinge hinterfragt. Dafür ist es da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Glocke abonniert und so. Und das ganze Übliche, was ihr halt auch immer von den anderen so hört. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht hat euch dieses Video gefallen, dann schaut euch die anderen an. Vielleicht gefallen euch die noch besser oder anders oder gar nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Das wird auch spannend und interessant. Wir nehmen davon schon zwischendurch immer ein bisschen was auf. Ihr werdet es sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß. Schönen Abend. Ciao.